Wunderschönen guten Abend. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe die große Ehre, mit Ihnen reden zu dürfen über Kommunikation. Wir wissen es, aber wir tun oft so, als ob es eigentlich gar nicht so wäre, weil wir haben es ja in meiner Schule gelernt und dann haben wir es in der Uni gelernt oder wo auch immer. Und irgendwie sind Dinge so, wie sie sind und irgendwann sind Dinge nicht mehr so, wie sie sind und wir fragen uns, was ist eigentlich gerade passiert? Darüber möchte ich reden. Die Ökonomie der Aufmerksamkeit verändert sich. Wir machen mal ein kleines Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, ich habe einen guten Tag, ich bin ein gütiger Weihnachtsmann und schenke Ihnen eine ganze Firma. Jawohl, ich schenke Ihnen den BMW-Konzern. Einfach so. Sie müssen nur wählen. BMW oder Mercedes oder VW? Was würden Sie nehmen? Oder vielleicht Tesla? Sie können überlegen, was nehmen Sie geschenkt? Bevor Sie es mir sagen, denken Sie nach, was spricht für was? Sie haben die Wahl. Sie kriegen einen Konzern geschenkt, bevor Sie vielleicht überlegen, ich bin der neue Quant. Checken Sie kurz nochmal, was sind die eigentlich an der Börse wert? Und wenn Sie darüber nachdenken, fällt Ihnen auf, dass diese komische kleine Firma aus Kalifornien mehr wert ist als alle anderen zusammen. Ich persönlich hätte sofort BMW genommen, bin altmodisch, aber sinnvolle Entscheidung wäre es nicht gewesen. Und die Frage ist, warum? Warum ist Tesla so viel wert? Sind die Autos so viel besser? Sind die so viel moderner? Sind die so gut? Ist Mercedes so schlecht, dass es nichts mehr wert ist? Warum? Woran liegt das? Das ist genau mein Thema.